Ja, Mahlzeit, Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen 25.000 Abonnenten Halloween Giveaway Special. Also holt euch einen Kaffee, gleich geht's los. Oh, heiß. Ja, 25.000 Abonnenten habe ich überschritten und gedacht, das ist wieder Zeit für ein kleines Giveaway hier auf dem Kanal. Und gleichzeitig steht ja auch Halloween vor der Haustür, ne? Können wir also ein kleines, gruseliges, schauriges Giveaway veranstalten. Was habe ich hier noch Schönes? Ich habe hier noch was Schönes von unserem Freund aus den USA, von Rentless. Ja, eigentlich war geplant ein Brotech-Giveaway. Das hat leider nicht ganz funktioniert. Darum heute ein schönes, cooles, kleines VanQuest-Giveaway. Ich habe hier noch von meinen Freunden aus den USA mal bekommen, schon vor einer Weile. Da habe ich gedacht, das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit. Einer dieser coolen Bottle Holder von VanQuest in Blau. Das ist ein cooles Teil, ist elastisch hier mit diesen Gummizügen und passt sich jeglicher Flaschengröße an. Und hinten habt ihr das Molle-System. Damit könnt ihr das als Attachment an irgendeiner eurer VanQuest-Taschen machen. Und könnt hier außen anbringen, einer dieser schönen, was weiß ich hier, Clean Cantina, was es sonst alles für schöne Trinkflaschen gibt oder stinknormale aus dem Supermarkt, ne? Wichtig im Sommer gerade, ne? Klimaveränderung, wir haben starke, warme Sommer. Da ist natürlich wichtig viel trinken. Ne? Das Ding ist hier auch reingeklettet. Das heißt, ihr könnt das größenmäßig wirklich an jede Flasche anpassen. Die Dinger sind nicht schlecht und sind eigentlich begehrt und werden stark nachgefragt. Einfach weil ihr, ne, so eine große, so eine Liter Wasserflasche dabei hast, auf einem Tagesausflug, Schule, Arbeit, wie auch immer. Die braucht einen Haufen Platz in eurem EDC-Rucksack. Der ist vielleicht nicht so groß oder in der EDC-Tasche. Und da ist so ein externer Bottleholder, oder wie heißt der denn richtig? Hydra Bottle Holder Blue, genau. Hydra Bottle Holder Blue. Die perfekte Erweiterung, um außen eine Wasserflasche, eine Trinkflasche anzubringen, ohne dass ihr da den Platz in eurem Rucksack verschwendet. Außerdem sollst du ja oft und viel und regelmäßig trinken, und wenn du dafür dann jedes Mal einen Rucksack ausziehen und aufmachen musst, wie auch immer, so greifst du einfach schnell mal zur Seite, holst das Ding aus diesem Flaschenhalter raus, nimmst einen Schluck und steckst es wieder zurück. Finde ich eins der besten Zubehörutensilien, das es von VanQuest für VanQuest-Taschen gibt. Könnt ihr natürlich auch mal anders anbringen, überall da, wo ihr Molle-kompatibles System habt, ne? Cool, was haben wir noch? Na, da kommen, haben wir noch einen zweiten kleinen Trostpreis raus. Wieder ein kleines Victorinox Classic in Knallgelb für den Schlüsselbund. Ein Mini-EDC-Messerchen. Oder vielleicht für den Einstieg, wenn ihr neu in diesem Metier seid. Fangt mit einem kleinen EDC-Messerchen und einer kleinen EDC-Tasche dann beim Schlüsselbund an. Und dann kann euch schon mal nichts viel passieren, wenn ihr in irgendeine Bordeaux kommt und braucht ihr ein kleines Werkzeug, irgendwas zu lösen. Also, die beiden Sachen hauen wir hier raus. Wer Bock drauf hat, hinterlässt hier einen Kommentar unter diesem Video und lass mal ein paar Tage laufen und dann ziehen wir einfach per Random Command Picker zwei Gewinner. Und dann kann ja einer sich im nächsten Frühsommer darüber freuen, immer griffbereit eine Wasserflasche zu haben, und jemand anders hat ein cooles kleines EDC Victorinox an seinem Schlüsselbund. Okay, das war's. Danke für eure treue Zuschauerschaft immer wieder und fürs Kommentieren und Liken, und ja, auf die nächsten 25.000 Abonnenten, ne, Freunde. Also, viel Spaß an Halloween. Ich hoffe, ihr habt irgendwo die Möglichkeit, auf so einer dieser lustigen Partys zu gehen. Ne? Lasst's krachen. Viel Spaß. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Sorry. Euer Hillbilly, ne? Also noch ein bisschen Heißgetränk für die Bronchien.